Wenn Ihr größter Traum ist, berühmt zu sein und Sie am liebsten zum Fernsehen möchten, dann sollten Sie vielleicht davor noch dieses Buch lesen. Ein makelloser Abstieg ist der erste Roman von Matthias Frings und handelt vom Fernsehmoderator Simon Minkow. Simon ist einer der gefeiertsten Moderatoren der Republik, seine Talkshow läuft blendend. Doch der Ruhm hat auch seine Schattenseiten. Ständig steht er im Blitzlicht und hat so gut wie keine Privatsphäre mehr. Und auch seine Ehe läuft längst nicht mehr so rund wie in vergangenen Zeiten. Eines Tages beschließt er einen radikalen Schritt, er steigt aus, und zwar mit allen Konsequenzen und versucht ein Leben abseits jeder Öffentlichkeit. Doch sein Nachbar von gegenüber, ein junger Journalist, ist dem Eremiten auf der Spur. Matthias Frings war Anfang der 90er selbst Moderator der sehr erfolgreichen Erotiksendung Liebe Sünde. Natürlich trägt ein makelloser Abstieg da autobiografische Züge, dennoch ist der Roman viel mehr als ein Medienbuch. Es geht vor allem um die Frage, ob im Facebook-Zeitalter ein sich Verweigern von Öffentlichkeit überhaupt möglich ist und nicht nur das. Frings erzählt mit feinem Witz und sehr eindrucksvoll vom Medienzirkus, Freundschaftsmoral, von Alkoholsucht, kulinarischen Genüssen und natürlich darf eine saftige Prise Sex nicht fehlen. Ein unterhaltsames wie politisches Buch und glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, weit besser als alles, was tagsüber so im Fernsehen zu sehen ist.